Herr Schmidt, ich habe immer noch Probleme mit der Anrede, muss ich sagen. Das liegt. Bleiben Sie mal bei Schmidt, das klingt ganz gut. Ich weiß, Sie haben mal. Sie haben mal gesagt, Sie möchten so angeredet werden, wie Sie im Telefonbuch stehen, bloß da stehen Sie gar nicht. Das stimmt. Stehen also, da steht jede Menge Schmidt, aber Sie nicht. Das braucht man nicht zu untersuchen, das war ganz offensichtlich so. Behandelt Hamburg Sie gut genug? Ich habe irgendwo gelesen, die nehmen Ihnen jetzt sogar Gewerbesteuer ab. Nein, die Stadt hat mich immer sehr gut behandelt. Aber das mit der Gewerbesteuer ist richtig. Für was? Ich glaube, Sie meinen Umsatzsteuer. Aber bei Journalisten braucht man das nicht so genau zu kennen. Wer noch nie einen Fehler gemacht hat, der darf auch keine Steine schmeißen. Sinngemäß jetzt. Steht ja schon in der Bibel und das stimmt. Sie tun relativ viel beruflich. Wer oder was treibt Sie, hätte ich beinahe gefragt, dazu, das zu tun? Nichts anderes als die Freude am Arbeiten. Auf die zu verzichten, würde Ihnen keinen Spaß machen, auf die Arbeit. Nee. Arbeiten ist was für Ackergäule, aber nicht gerade das Gebiet eines Top-Managers. Wenn man operativ nichts mehr bewirken kann oder will, ich glaube, so haben Sie sich mal ausgedrückt nach Ihrem Ausscheiden aus dem Amt, ist das für Sie persönlich ein Verlust, nachdem Sie so lange einen Apparat, eine Regierung, ein Land dirigiert haben? Nein. Eher umgekehrt, eine Erleichterung, eine ganz wesentliche Erleichterung. Wahrscheinlich ist eine der positiven Seiten die Tatsache, dass man Abstand gewonnen hat. Was erleichtert Sie da? Ich weiß nicht, ob Sie sich das richtig vorstellen, aber die Verantwortung, die man in solchem Amt zu tragen hat, die drückt ganz gewaltig. Aber das habe ich vorher nicht gewusst. Es mag rheinische Frohnaturen geben, die nicht ganz so davon bedrückt werden. Der Wortschatz, über den er gebietet, ist bewundernswert. Aber es ist eine gewaltige Verantwortungslast. Denken Sie, da ist heute in Pakistan eine Flugzeugentführung stattgefunden. Da hat jemand den Entschluss fassen müssen. Sollen wir mit Gewalt dieses von Terroristen gekaperte Flugzeug stürmen oder sollen wir das nicht tun? Solche Entscheidungen treffen Sie. Das ist entsetzlich. Sie haben eine solche Entscheidung treffen müssen. Ja, sicher. Aber da habe ich auch hinterher, als es gut gegangen war, plötzlich die Nerven verloren. Und als alles vorbei war, habe ich angefangen zu heulen. Der hat meine Sympathie und meine Zustimmung. Sie wollten das erst nie zugeben. Und als man Sie darauf angesprochen hat, haben Sie gesagt, der Tatbestand ist zutreffend. Ich hätte es aber nicht sagen sollen. Warum sagen Sie es jetzt so freimütig? Hat das auch was mit dem Abstand zu tun? Also ich denke, jemand, der im Amt eines Regierungschefs ist, sollte nach Möglichkeit der öffentlichen Meinung seines Heimatlandes nicht mit Tränen im Knopfloch vorgeführt werden. Wenn es vermeidbar ist. Vermutlich bin ich nicht der angenehmste Mann. Ich gebe es ja zu, aber ich bin stolz auf euch alle. Ich sehe das ganz anders, entschuldigen Sie, wenn ich das sage. Ich glaube, mir wäre ein Staatsmann und der Präsident oder der was immer auch meines Landes, die erste Person in meinem Staate, wäre mir, glaube ich, sehr viel vertrauter und ich würde ihn mehr schätzen, wenn er auch mal Emotionen zeigt. Ich glaube Ihnen das. Auf der anderen Seite ist seine Hauptaufgabe, nicht Ihnen vertraut vorzukommen. Ja, aber also, ich soll ihm aber vertrauen. Helmut Schmidt hat damals als Innensenator beherzt gehandelt. Und das hat uns etwas gegeben, was unersetzlich ist. Das Gefühl von Vertrauen. Die letzte Spur von Vertrauen und Zuversicht in dich ist weggewischt. Aber zum Glauben habe ich eigentlich nie ein enges Verhältnis gehabt.